Willkommen bei Pöttinger in unserem Stammwerk in Christkirchen. Pöttinger Maschinen sind weltweit für die beste Arbeitsqualität bekannt. Der Grundstein dafür wird bereits bei der Produktion gelegt. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Bei unseren Maschinen steht nicht nur Pöttinger drauf, es steckt auch Pöttinger Know-how drin. Dies zeichnet einen hohen Anteil an Eigenfertigung aus. Die Rohmaterialien dafür kommen von namhaften Herstellern aus Österreich und Mitteleuropa. Ausgehend vom Rohmateriallager werden die verschiedenen Zuschnittmaschinen beliefert. Hier werden dünne Bleche vollautomatisch ausgestanzt. Gleichzeitig werden hier aber auch schon die Teile in Form gebracht und Vertiefungen reingestanzt. Hier werden zum Beispiel solche Trittstufen gefertigt. Die meisten Teile werden jedoch von unseren hochmodernen Lasern ausgeschnitten. Bis zu 25 mm Blechstärke sind hier möglich. Die Beschickung mit neuem Material sowie der Abtransport und die Sortierung der Teile sind hier zum großen Teil automatisiert. Der Vorteil des Laserzuschnitts ist einerseits sehr genau und andererseits sehr, sehr zuverlässig und leistungsfähig. Unsere Laser laufen im Automatikbetrieb bis zu 7000 Betriebsstunden pro Jahr. Nach dem Zuschnitt geht es weiter mit dem Abkanten, Biegen und Pressen der Teile. Das geht bei uns sowohl per Hand als auch automatisch, wobei die Roboter vor allem das Kanten von schweren Teilen übernehmen. Der nächste große Schritt in der Produktion ist die Schweißerei. Bei Pöttinger wird sowohl per Hand als auch mit Robotern geschweißt. Speziell beim Handschweißen sind bei uns die Schweißvorrichtungen extrem wichtig, um eine gleichbleibende Genauigkeit der Teile sicherzustellen. Diese Schweißvorrichtungen werden bei uns im hauseigenen Werkzeugbau hergestellt. Die Eigenfertigung bei Pöttinger reicht sogar bis hin zu vielen Zahnrädern und Getriebeteilen. Diese werden in der hauseigenen mechanischen Fertigung hergestellt, in allen dafür nötigen Verfahren. Die meisten dieser Bearbeitungszentren laufen fast vollautomatisch. Die Mitarbeiter sind hier hauptsächlich für das Programmieren, Einstellen und am Laufen halten der Anlagen zuständig. Jetzt kommt unsere QS-Abteilung ins Spiel. Nach einem festgelegten System werden hier Teile aus der Produktion entnommen und genau überprüft. Die QS sorgt also für eine gleichbleibend hohe Qualität der Teile. Gemessen wird hier mit modernster Technik die Maßhaltigkeit, die Härte und viele andere Parameter. Wir lassen jetzt die Teilefertigung hinter uns und gehen zur Vormontage des Scheibenmähbalkens. Höchste Genauigkeit bei der Fertigung der Komponenten und auch hier bei der Montage sind enorm wichtig für die spätere Laufruhe des Mähbalkens. Während diese Mähbalken hier zum Lackieren fahren, werfen wir einen Blick in die hauseigene Lehrlingsausbildung. Hier in der Lehrwerkstatt werden die zukünftigen Facharbeiter von Pöttinger ausgebildet. Auf modernen Arbeitsplätzen und Anlagen wird hier das Know-how vermittelt. Gleichzeitig übernehmen die Lehrlinge Schritt für Schritt auch Aufgaben direkt in der Produktion. So lernen sie während der Lehrzeit alle Abläufe kennen und sind mit der Abschlussprüfung dann perfekt auf eine weitere Karriere bei Pöttinger vorbereitet. Von der Lehrwerkstatt geht es jetzt weiter zur Lackieranlage. Unsere Maschinen zeichnen eine extrem hohe Lackqualität aus. Die Basis dafür ist die kathodische Tauchlackierung. Damit wird ein hervorragender Korrosionsschutz und ein gleichmäßiger Schichtaufbau bis in alle Hohlräume erreicht. Als Decklackierung kommt zusätzlich eine Pulverbeschichtung zum Einsatz. Eine sehr hohe Beständigkeit und Elastizität sind die Vorteile dieser Beschichtung. Zusammen ergibt das einen widerstandsfähigen Oberflächenschutz, mit dem Pöttinger in der Landtechnikbranche führend ist. Nach dem Lackieren geht es weiter mit dem Vorbereiten der Montage. Hier werden die Einzelteile für jede Maschine auf einem sogenannten Kittingwagen zusammengestellt. An dieser Stelle kommen jetzt auch die Zukaufteile dazu. Am Ende haben wir hier jetzt einen Bausatz für genau eine Maschine. Exakt in der Ausrüstung, wie sie der Kunde bestellt hat. Bevor die Montage beginnt, machen alle wichtigen Baugruppen bereits einen Antriebstest. Das gilt zum Beispiel fürs Ladeaggregat vom Ladewagen oder auch den Mähbalken. Auf speziellen Prüfständen werden dafür alle notwendigen Parameter dokumentiert. Die Montage bei Pöttinger geschieht auf verschiedenen Montagebändern. Jedes dieser Bänder ist auf eine Maschinengruppe spezialisiert. Wir sehen uns jetzt hier das Frontmäherband genauer an.
Auf Station 1 geht's los mit den Verbänden vom Rahmen und den Mähbalken. Im Hintergrund auf dem Kittingwagen sehen wir alle weiteren Teile für dieses eine Mähwerk. Der Kittingwagen fährt mit dem Mähwerk bis zur letzten Station mit. Dadurch, dass bei uns auf Bestellung produziert wird, ist nahezu jede Maschine anders ausgestattet. Es kommt nur sehr selten vor, dass zwei Maschinen hintereinander auf dem Montageband baugleich sind. Das erfordert einerseits bestens ausgebildete Mitarbeiter, andererseits bringt es natürlich Abwechslung in die Montage bei Pöttinger. Am Ende des Montagebandes ist das Frontmähwerk fertig und der Kittingwagen leer. Hier wird das Mähwerk nochmal auf Vollständigkeit überprüft und für den Transport vorbereitet. Dann verlässt wieder ein Qualitätsprodukt die Werkshallen von Pöttinger. Hier auf diesem Lagerplatz stehen die Maschinen dann bis zur Auslieferung. Das sind in der Regel nur einige Tage. Bei einer Produktion von durchaus über 100 Maschinen pro Tag kommt natürlich hier am Lager eine ordentliche Anzahl an Maschinen zusammen. Hier in der Verladung werden pro Tag bis zu 40 LKWs und Container von unseren Mitarbeitern beladen. Das ist das Ergebnis von weit über 1000 Mitarbeitern hier in Christkirchen. Qualität made in Austria. Erfolgreicher mit Pöttinger.